Das Twin Frozer 9 Kühldesign von MSI verbessert die Wärmeabfuhr rund um die Grafikkarte. Der Torx Fan 5.0 ist das Ergebnis von Verbesserungen am Lüfterdesign, um den Winddruck und den Luftstrom zum Kühlkörper zu erhöhen. Die Ringbögen verbinden drei Lüfterblätter, die um 22 Grad geneigt sind, um auch bei niedrigeren Drehzahlen einen hohen Luftstrom zu erzeugen. Der daraus resultierende erhöhte Luftstrom beträgt plus 23% im Vergleich zu einem Axiallüfter. Eine Blende ragt etwas über das Gehäuse hinaus, um den Windkanal zu verlängern, sodass sich der Luftstrom stabilisiert und gleichmäßiger durch die Lüfter geleitet werden kann. Wölbungen unter der Blende tragen dazu bei, die Rezirkulation zu verringern, was die Stabilität des Luftstroms weiter verbessert und den Geräuschpegel reduziert. Der massive vernickelte Kupfersockel ist aus einem einzigen Stück Metall CNC gefräst. Präzise Schnitte ohne Schweißnähte sorgen dafür, dass die Wärme der GPU und des Speichers sofort von der Kupfersockelplatte aufgefangen und schnell an den Kühlkörper abgegeben wird. Die Corepipes sind präzisionsgefertigt, um den vorhandenen Platz optimal zu nutzen. Die quadratischen Heatpipes berühren die Vapor Chamber und verteilt die Wärme dann über die gesamte Länge des Kühlkörpers. Die Airflow-Kontrolle verbessert die Luftstromdynamik durch Wave-Curved 2.0, aktualisierte Ablenkbleche und das V-förmige Kühlrippendesign, um die Balance zwischen Kühlung und leiserem Betrieb zu optimieren. Wärmeleitpads unter der massiven Metallrückplatte sorgen für zusätzliche Kühlung, während die Durchzugsbelüftung die eingeschlossene Wärme abführt. Die Lüfter werden komplett gestoppt, sodass kein Rauschen entsteht, wenn keine aktive Kühlung benötigt wird. Sobald die Temperatur beim Spielen steigt, drehen sich die Lüfter automatisch wieder. Zahlreiche Wärmeleitpads ermöglichen eine zusätzliche Wärmeabfuhr der Komponenten auf der Platine. Zusätzliche Sicherungen, die auf dem PCB integriert sind, bieten Schutz vor elektrischen Schäden. Sie können den Preis und die Verfügbarkeit dieses Modells herausfinden, indem Sie in der Beschreibung des Videos nachsehen, wo ich alle notwendigen Links angegeben habe. Nun wollen wir sehen, wie die Grafikkarte in Spielen abschneidet. In der Tabelle habe ich die durchschnittlichen FPS bei maximalen Grafikeinstellungen angegeben, gemessen bei drei Auflösungen: 1080p, 2K und 4K. Wie Sie sehen können, können Sie alle Projekte spielen, sogar die anspruchsvollsten. Natürlich sinkt die Leistung der Grafikkarte mit zunehmender Bildschirmauflösung, aber Nvidia DLSS und AMD FSA helfen dabei, die Bildrate des Spiels deutlich zu erhöhen. Und jetzt wollen wir herausfinden, was echte Kunden über diese Grafikkarte sagen. Ernsthafte Beschwerden wurden nicht gefunden. Und das sind die positiven Seiten. Sehr gute Leistung. Null Spulenfiepen. Keine Überhitzung. Das war mein Testbericht. Den Preis dieses Modells finden Sie, indem Sie den Links in der Beschreibung unter dem Video folgen. Wir freuen uns auf Ihre Kommentare und wenn Sie das Video liken. Die nächste Rezension folgt schon in Kürze. Abonnieren Sie unseren Kanal und klicken Sie auf die Glocke, um es nicht zu verpassen. Bis bald!